Wer die Weltpresse liest, Nachrichten schaut, egal auf welchem Kanal, oder den Hemmet-Kanal abonniert hat, weiß, dass ich mich seit circa einem halben Jahr sehr viel mit alten Kriminalromanen beschäftige durch den Ankauf einer großen Sammlung. Das hat ein gewisses Feuer in mir neu entfacht und tut mir, ich glaube, auch dem Laden gut und es macht einfach Spaß. Unter anderem habe ich durch den Ankauf dieser Sammlung zum ersten Mal wirklich mit Leihbüchern zu tun gehabt. Leihbücher ganz kurz nach dem Krieg in Deutschland. Die Leute hatten wenig Geld, hatten aber Bedarf, in andere Welten zu fliehen, zu lesen, in Kriminalromanen zu stöbern, in Abenteuerromanen. Es gab ganz unterschiedliche Genres. Und was pfiffige Leute in Verlagen erfunden haben, waren die sogenannten Leihbücher. Die gab es selten zu kaufen. Es war auch gar kein Geld dafür da, nur bei den wenigsten Menschen, sondern verschiedene Leute haben Leihbüchereien aufgemacht, sprich in einem kleinen Kiosk, in einem Tabakladen, theoretisch auch beim Bäcker, konnten sich für sehr wenig Geld Tage oder wochenweise den gewünschten Roman ausleihen. Die waren mit einer speziellen Schutzschicht versehen, dass die auch 1000 Leute ausleihen konnten, aber das führt alles viel zu weit. Was ich heute zeigen will, ist im Zuge Sekundärliteratur habe ich mir auch dieses famose Werk aus der Achilla Press, Illustrierte Geschichte der Leihbücher 1946 bis 1976, besorgt, habe mich durchgefressen und bin hoch angetan. Die Autoren sind Dieter Kestner und Herbert Kalbitz. Das sind schon Namen in puncto Sammelleidenschaft und formidables Wissen. Und dieses Buch ist aufgezogen wie ein Kunstkatalog. Es hat sehr viel mit Typografie, Illustration zu tun. Für jeden Designer, Menschen, der sich für Kunst, für Gestaltung interessiert, ist es ein Musterbeispiel für, habe ich gesehen, will ich haben, klaue ich oder kaufe ich. Und es ist total amtlich aufgemacht. Die linke Seite besteht immer aus Text, allen bibliophilen, bibliografischen Informationen. Und rechts sind wechselnd in der Größe Bilder. Es kommt daher wie ein Kunstkatalog. Es ist klein, fein und schön und ich habe mir ordentliche Teile der Restbestände für Samet natürlich besorgt. Es ist also auch noch zu erwerben. Es ist kein reines Sammlerstück. Und auch Menschen, die sich nicht für Kriminalliteratur interessieren, werden einen Schatz hier drin finden, weil es ein ganz besonderes Zeit- und Sittengemälde der deutschen Nachkriegsjahre ist. Und wann hat man das schon mal über in Büchern gespiegelt. Wie immer im Leben gibt es natürlich auch Abzüge in der B-Note. In diesem Fall sogar, weil ich ehrlich bin, weil heute Donnerstag ist, gibt es zwei Abzüge in der B-Note. Es ist nicht der Preis, 69 Euro ist dafür fast geschenkt, finde ich, sondern es ist A, süchtig machend. Man wirft sein Mobilgerät weg, vergisst das Atmen und hat mindestens 4 Tage zu tun, in diesem Werk zu blättern. Und der andere Punkt ist, beziehungsweise der andere Abzug ist, die Sammelleidenschaft erwacht. Und das ist gefährlich. Und das ist im Grunde auch schon alles, was ich sagen kann. Ich muss jetzt auch los, weil ich muss gleich zur Leihbuchbörse. Gut.